Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 2. Wir müssen ein langes Gespräch führen. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Was verschweigen Sie mir? Die Bedrohung ist real genug. Die Kollektoren sind fraglos ein Feind der Menschen. Aber woher wissen wir von einer Verbindung zu den Reapern? Ihr Augenmerk richtete sich erst auf die Menschheit, nachdem sie und die Flotte der Menschen die Sovereign zerstört hatte. Die Entführungen hängen zusammen, auch wenn die Allianz und der Rat das nicht glauben wollen. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Ich hatte ein gutes Team. Ich bin Inspektor. Ich entscheide über mein Team. Wir werden bereit sein. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Wo ist Kaidan Alenko? Er ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Seine Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Hm. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Okay. Okay, schon klar. Sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen Sie brauchen. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Sie sind für die Kollektoren zuständig. Ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. 2 Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens. Fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker. Das sagt die Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück, die Sache hatte jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich?
Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Braucht sie nur noch einen Namen. Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Sie begreifen es nicht, oder? Sie führen diese Mission nicht, sondern ich. Agentin Lawsons Argument ist stichhaltig, Shepard. Ohne den Professor führt jedes Zusammentreffen mit den Kollektoren automatisch zur Niederlage. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Ja, Joker wird das nicht gefallen. Das könnte nützlich sein. Was? Es sind gefährlich? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob das Joker gefällt. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Wen muss ich noch treffen? Stellen wir das Team zusammen. Freut mich zu hören. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Galaxiekarte. Mit der Galaxiekarte können Sie neue Ziele für die Normandie auswählen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Privates Terminal. Auf Ihrem privaten Terminal können Sie Status-Updates über Ihre Gruppe abrufen. Waffenkammer. In der Waffenkammer können Sie die Waffen für Ihre Gruppe auswählen. Fahrstuhl. Yay. Nehmen Sie den Fahrstuhl, um zu anderen Decks der Normandie zu gelangen. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass man so etwas in der Art damit tut. Quartier des Captain in Ihrem in Ihrer Privatkabine können Sie Ihr Aussehen verändern. Techlabor. Rekonstruieren Sie den Professor, damit Sie was? Der Professor ist das dieser... Ach Mensch, ich kann mir den Namen nicht merken. Da bin ich echt nicht für gemacht. Ich weiß nicht. Willkommen an Bord, Commander. Danke. Ich weiß nicht, ob wir uns erst umschauen sollen. Ich quatsch die mal an.
Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Tja, das ist aber nett von dir. Freut mich, dass Sie da sind. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Nein. Okay, Kelly. Noch etwas? Lassen Sie uns plaudern. Ich will aber nicht, weiß ich nicht. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben über die Cerberus-Kanäle eine private Nachricht erhalten. Ich glaube von Ratsherr Anderson. Sie können sie auf Ihrem privaten Terminal da drüben aufrufen. Joker möchte auf der Brücke mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Mm-mm. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Tja, was machen jetzt zuerst? Nachricht lesen, mit Joker quatschen? Ich gehe erstmal zu Joker. Die Nachricht können wir dann auch immer noch lesen. Na? Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Das ist, als hätte das Schiff Krebs. Oh, das Schiff ist nur eine Kopie. Wir trauen ihnen vorerst. Zu schön, um wahr zu sein. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, Sie können einen aber echt runterziehen. Ja, trotzdem. Bisschen Vorsicht muss sein. Wie gesagt, das passiert ja nicht alles ohne Grund. So, wo ist denn hier mein privates Dingsbums? Ist das mein privates Dingsbums? Ich habe eine Nachricht gekriegt, ungelesene Nachrichten. Ja, wie lese ich die denn bitte? Ach so. Ratsherr Anderson, falls die Gerüchte wahr sein sollten und Sie wirklich am Leben sind, muss ich Sie bitten, zu einem Gespräch auf die Zitadelle zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch Sie haben wir jetzt das Sagen und es ist nur angebracht, dass Sie selbst zu all den Stellung nehmen, was wir gehört haben. Jo. Hat er das jetzt automatisch gemacht? Oder muss ich das machen? Gut, machen wir so. Ah, okay. Loyalität, normal, Fähigkeiten, Überlastung. Muss mich erstmal ein bisschen umgucken. Na gut. Lassen wir es gut sein. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, wir schauen uns hier um, bevor wir die Galaxiekarte in Angriff nehmen. Nö, mit Waffen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist Jacob. Wollte ich jetzt eigentlich auch nicht mit quatschen. Was ist hier los? Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist der ÜLG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ÜLG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandy mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des Com-Rasters möglich. Quanten was? Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden 2 subatomare Partikel miteinander verknüpft. Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten.
Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Wir können dadurch Daten in Form von Quantenbits senden. Aha. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Mhm. Tu das. Hallo, ich will hier raus. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Ja, ja, ich weiß. Kommen wir ja alles. Ja, ich kann mir jetzt natürlich jeden Raum erklären lassen, aber ich, ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so scharf drauf. Aufwärts. Okay. Können wir uns nochmal unser Quartier angucken. Hier werden wir wieder nur vollgelabert. Und dann würde ich auch den Part, glaube ich, beenden. Was haben wir da oben? Das ist auch wieder der private Terminal. Was ist das? Ehrenmedaille. Was? Ach so. Ja, sehr schön. Ist das dieser Kaidan? Ist das Bild von ihm? Wie niedlich. Okay, gut. Dann beende ich jetzt hier erstmal den Part. Ja, und ich glaube, im nächsten Part nehmen wir dann die Galaxiekarte in Angriff. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.